Das lassen sich Prinz William, 40, und Prinzessin Kate, 41, nicht entgehen. Heute heiratet der Sohn von Königin Rania von Jordanien seine Partnerin Raiwa Al-Saif in Amman. Bei der royalen Hochzeit wird Kronprinz Hussein, 43, vor etlichen Gästen seiner Liebsten das Ja-Wort geben. Dafür sind einige Königshäuser angereist, auch William und Kate zählen zu den royalen Gästen bei der jordanischen Hochzeit. Wie unter anderem Mirror berichtet, ist der Sohn von König Charles III. 74, mit seiner Frau nach Jordanien gereist, um an der pompösen Hochzeit teilzunehmen. Schon gestern wurden William und Kate an der Bar ihres Hotels in Amman gesichtet. Hussein und William pflegen schon länger ein enges Verhältnis zueinander. William und Kate sind aber nicht die einzigen internationalen Royals, die bei der Hochzeit zu Gast sind. Auch die schwedischen Adligen Prinzessin Victoria von Schweden, 45, und ihr Mann Prinz Daniel von Schweden, 49, haben sich auf den Weg nach Jordanien gemacht. Trending diese GNTM-Kandidatin bleibt weiterhin eine große Favoritin Ausrufezeichen 7,9 TSD. Lesen jetzt beim Lagerfeuer, Sarah Liebig sieht die Fremdgeh-Szenen 7,6 TSD. Lesen jetzt Tina Turners Mann Erwin erstmals nach ihrem Tod gesichtet 7,8 TSD. Lesen jetzt Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.